So, Dille, da geht's auch weiter bei Assassin's Creed Teil 2. Und ja, ihr seht vielleicht, ich befinde mich gerade nicht in der Stadt, sondern, ich zeige euch das mal auf der Karte, in dem antiken römischen, was war das? Gebäude, Kolosseum, Dingsbums, Arena. Ja, ich habe mal wieder offscreen alle Türme und alle Schätze geholt, deswegen ist die Karte jetzt so frei. Das hier ist immer so, man kann es nicht anders ändern, weil hier war ein Turm und hier oben war ein Turm und die Reichweite der beiden Türme hat nicht ausgereicht, um das hier in der Mitte aufzulösen. Ja, deswegen müssen wir mit diesem kleinen Stück da leben, aber das stört ja eigentlich nicht. Und der eigentliche Grund, warum ich jetzt hier in diesem Kolosseum bin, ist, weil es hier eine Glyphe gibt, die ich gefunden habe beim, ja, beim, wie heißt es, beim Türme und Schätze suchen. Und die ist auch direkt hier, ich habe mich direkt mal da vorgestellt und dann können wir wieder ein neues Teil des Videos freischalten. Deswegen werde ich sie jetzt mal aktivieren. Und sie heißt Märtyrer. Okay, die sind eigentlich immer ziemlich einfach. Ich muss hier wieder was auf dem Bild finden, bei dem Zaren Nikolaus II. Aus Russland. Und da, seht ihr das? Dieser Stab, der leuchtet. Ich schätze mal am... Jupp, das war's schon. Den Edensplitter haben wir gefunden. Jeanne d'Arc. Die hat doch bestimmt auch irgendwo einen Edensplitter versteckt. Vielleicht unter ihrem Rock. Nein, das Schwert anscheinend. Ja, Edensplitter 25. Ja, die sind eigentlich recht einfach, diese, ja, die Aufgaben. Ich glaube, hier müssen wir... Genau, wir müssen die Bilder einfach verbrennen. Keine Ahnung warum. Aber ist nun mal so. Ah, okay. Sie verbrannten Jeanne bei lebendigem Leibe. Gut, und mit dem müssen wir jetzt was machen. Ohne den Stab war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Rasputin brachte es nach Tunguska. Mhm. Die Templer sind überall. Und das war's auch schon. Ein ziemlich einfaches Rätsel eigentlich. Ja, kann man eigentlich nicht Rätsel nennen. Aber egal, wir sehen uns einen weiteren Teil des Videos an. Juhu. Eine Frau guckt beim Laufen nach hinten. Gut, wir haben schon viele. 8 Stück, fehlen uns noch 12. Und ich muss mal gucken... Moment mal, wie viele wir hier eigentlich in der Stadt haben. Ich glaube noch nicht wirklich viele, oder? Orte. Das ist Florenz. In Florenz haben wir alle. Da haben wir alle Glyphen und alle Assassinenverstecke. Hier fehlen uns noch 3. Und die haben wir auch schon alle gefunden. Die könnten wir dann später alle suchen. Ich weiß noch, dass wir, ich glaube, zu dem hier... Ja, zu dem hier kommen wir noch storybedingt, weil da eine Mission ist. Deswegen... brauche ich da jetzt nicht hinzugehen. Ja, und die anderen, die ja, werden wir, denke ich mal, auch im Laufe des Spiels finden. Wenn nicht, dann suche ich sie halt noch kurz. Also, das ist ja nicht das Problem. Und hier haben wir auch schon alle Assassinengräber. War ja auch nur eins. Gut. Dann hätten wir die Glyphe also auch. Dann können wir das die Arena wieder verlassen. Und ich habe da oben ein Pferd geparkt. Wer weiß, ob es noch da steht. Ja, tatsächlich. Juhu. Cool. Dann können wir ja zum nächsten Assassinenauftrag, wollte ich schon sagen. Ah ne, stimmt, wir haben noch hier einen Kurierauftrag, den können wir noch machen. Den werden wir jetzt auch machen. Deswegen reite ich erstmal vors Tor. Weil man darf mit den Pferden ja leider nicht in die Stadt. Schade, schade. Deswegen muss man immer absteigen. So, vielleicht steht es ja gleich sogar noch, wenn ich dann aus der Stadt rauskomme. Aber wir haben auch in der Stadt noch ein paar Aufträge. Ich glaube, da müssen wir auch nur mit Leuten reden, die sich dann versammeln oder irgendwie sowas. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas Großes vorbereiten. So, und ich muss jetzt mal den Punkt wieder von der Karte entfernen, sonst geht er mir die ganze Zeit auf die Nerven. Und ich glaube, den Auftrag muss ich jetzt auch nicht informieren. Ich habe mir, glaube ich, gemerkt, wo der ist. Einfach nur geradeaus. Na, na, na. Ja, da kommt er auch schon. Genau, der steht nämlich... neben so Leuten, die Kiste bewachen. Die sind mir letztens schon aufgefallen, als ich dann... Ja, an dem bin ich schon mal vorbeigelaufen, als ich die Kisten geholt habe. Da seht ihr vielleicht, da waren Kisten drin. 2 Stück. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Wir reden jetzt nämlich mit dem netten Mann hier, um uns Briefe von ihm geben zu lassen. Bitte liefert das rechtzeitig ab und ich bezahle euch großzügig.
Ja, Eilpost. Liefert diese drei Briefe schnell an die jeweiligen Zielorte. Das mache ich. Aber wir lesen erstmal. Von Rigada. Lieber Luca, ich habe daran gearbeitet, einen Mann für deine Tochter zu finden. Aber die meisten Männer in San Gimignano sind entweder schwach oder dumm. Und die übrigen werden von ihren Anwandlungen von Unabhängigkeit verscheucht. Ein potenzieller Bewerber war schockiert, weil sie das Haus ohne Kopfbedeckung zu verlassen pflegt. Ein anderer stieß sich daran, dass sie ihren Tagesauflauf selbst planen wollte. So kann das nicht weitergehen, wenn ich einen Mann finden soll. Holt den Stock hervor und prügelt sie, wenn es sein muss, aber stellt sicher, dass sie gefügig ist, wenn ich den nächsten Verehrer bringe. Wenn ihr sie nicht in den Griff bekommt, werden wir über ein Kloster nachdenken müssen. Hochachtungsvoll, Rigada. Ist das die gleiche Person von der letzten... Wir haben doch schon mal, glaube ich, einen Brief ausgetragen und da haben wir eine Hochzeit verhindert, sozusagen. Weil der Mann anscheinend untreu war. Und ja, der den Brief geschrieben hat, wollte dann auch die Tochter weitervermitteln an seinen Sohn oder so. Und wir haben noch mehr Briefe, weil es sind ja drei. Von Diana. Politik, Politik, immer Politik. Du schwörst, dass du am Hof zu beschäftigt bist, um deinen Sohn zu sehen. Aber das ist gelogen. Ich weiß, dass du nicht mit ihm gesehen werden willst. Wie viele Erben hat denn angebliches Weib Bella produziert? Keinen, wenn ich mich nicht verzählt habe und ich führe gut Buch. Du glaubst, dass ich unter dir stehe, aber immerhin hatte ich den Mut, einen Sohn aufzuziehen, statt ihn auf die Straße zu werfen, wonach mir oft zumute war. Trotzdem habe ich ihn zu einem guten Jungen erzogen. Er achtet auf das Haus, während ich im Geschäft bin. Nun ist er fast erwachsen und Erbe deines Anwesens. Und wen hast du? Ein Oberklasse-Weib, das dein Geld vereinnahmt, eine Perücke trägt und herumstolziert wie ein Pfau, obwohl sie so unfruchtbar ist wie ein Maultier. Ich mag dich um dein Geld und deine Männlichkeit beneiden, Vincente, aber darum beneide ich dich nicht. Besuche deinen Sohn oder nicht, er wird bald genug dein Anwesen... Egal. Möge Gott dir den endlosen Winter der Unfruchtbarkeit erträglich gestalten. Ciao, Diana. Ja, eine eifersüchtige, genervte Ex-Frau, schätze ich mal. Von Michelangelo. Verehrter Vater, vor fast einer Woche habe ich meine Schule verlassen. Ich erwarte nicht, dass ihr es versteht. Ich kann es selbst nicht erklären, aber ich spüre, wie die Welt an mir vorbeizieht. Spüre das Verlangen, sie festzuhalten und ein Teil von ihr zu werden. Ich bin nicht gut mit Worten oder Zahlen, aber meine Hände können alles gestalten, was um mich ist. Jeden Moment, jede Laune. Ich weiß, ihr hattet größere Pläne für mich, als ein Künstler zu werden, aber bitte um meiner Zukunft willen, gebt nach. Wie ihr wisst, interessieren mich Bildhauerei und Malerei mehr als das Lernen und nun hat mich der Künstler Domenico Ghirlandiao gebeten, bei ihm in die Lehre zu gehen. Er kam gerade aus Rom zurück, wo er eine Vertäfelung in der Sixtinischen Kapelle bemalt hat. Wenn ich hart arbeite, werde ich vielleicht eines Tages in den Vatikan eingeladen und darf es sehen. Du darfst es nicht nur sehen, du wirst auch die Decke anmalen. Bitte gebt dieser Lehre euer Einverständnis und euren Segen. Ich verspreche, dass ich euren hohen Erwartungen gerecht werde und hoffe, dass ihr eines Tages stolz auf mich sein könnt. Euer Sohn Michelangelo. Ich schätze mal, es ist der Michelangelo. Oder war nicht Leonardo? Egal. Mal sehen. So, jetzt muss ich aber auch mal auf die Karte gucken, das hatte ich ihm schon die ganze Zeit vor, aber dann kamen immer die Sätze dazwischen. Ja, seht ihr, und die ganzen, ja, Teile sind draußen, das heißt, wir müssen schnell raus aus der Stadt und ein Pferd schnappen und das so schnell wie möglich abliefern. Wie viel Zeit haben wir denn? 2,5 Minuten. Aber das dürften wir eigentlich hinkriegen, wenn ich keinen überaus dummen Fehler mache und irgendwie, was weiß ich, in alle Leute reinlaufe und mich dauernd aufs Maul lege. Und hoffentlich da jetzt auch schon ein Pferd bereitsteht. Das wäre nämlich perfekt. Da, perfekt. Okay, komm, reite Pferd. Reite wie der Wind. Okay, der erste ist da hinten. Ich schätze mal da an diesem kleinen Gebäude. Ich glaube kaum, dass die nämlich einfach in der Gegend rumstehen, die Leute. Ah, und ich komme natürlich von der falschen Seite. Da ist der erste. Schnell absteigen. Brief geben. Bitte, bitte. Sorry. Komm, steig auf, Ezio. Meine Güte. So, jetzt muss ich mal kurz gucken auf der Karte. Vor allem den alten Punkt mal weg machen. Okay. Gut, dann reite ich ja eigentlich schon richtig. Dann brauche ich die auch nicht zu markieren. Aber trotzdem sollte mein Pferd auch mal anfangen zu reiten. Ach ja. Was ich auch gerne mache... ist während des Reitens auf einem Pferd mein Schwert zu ziehen und hilflose Bürger von hinten abzustechen. Aber das nur aus Spaß. Und auch nicht so oft, wenn man sonst... ich weiß jetzt gar nicht, was passiert, aber man darf halt nicht so oft unschuldige Zivilisten töten. Aufsteigen und der letzte Brief. Ich glaube, der sich ganz weit weg befindet. Wieso hältst du an, Pferd? Habe ich mit keinem einzigen Tastendruck befohlen. Ich bin seit 2 Minuten in der gleichen Haltung mit meinen Fingern.
So. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wahrscheinlich da ganz hinten, ne? Da, wo der Turm ist. Würde ich jetzt mal tippen. Ich glaube, das erste Mal, als ich das gespielt habe, da war ich so blöd und habe kein Pferd genommen. Und bin zu Fuß gerannt. Weil ich glaube, ich vorher auch nicht auf die... Genau, ich habe vorher nämlich auch nicht auf die Karte geguckt. Ich habe immer angenommen, dass die Briefe nur innerhalb der Stadt verschickt werden. Deswegen habe ich nicht auf die Karte geguckt, bin die ganze Zeit in der Stadt rumgerannt. Und bis mir dann aufgefallen ist, oh, die sind ja gar nicht in der Stadt, die Leute, die das haben wollen. So, ja, dann hätten wir den Auftrag auch schon. Und wenn ich mich beeile, haben wir sogar noch Zeit, eine Auftragsmission zu machen. Haben wir denn hier eine in der Nähe? Ja, reiten wir doch direkt mal zu der. Kann auch sein, dass das die ist, wo die Glyphe ist. Vielleicht. Wenn ja, müssen wir zuerst die Glyphe suchen. Weil die sind nämlich auch ziemlich wichtig, die Glyphen. Weil ich euch unbedingt zeigen will, was da rauskommt, wenn man alle gelöst hat. Es könnte sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Und wir haben 8540 Florin in die Truhe bekommen. Nee, doch nicht. Ich glaube es doch nicht. Nee, das mit der Glyphe war ein größeres Haus. Hier drüben, Ezio. Und wir werden schon gerufen. Da steht auch jemand. Mit dem werden wir mal reden und mal sehen, was wir dann tun dürfen. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. So, hinter verschlossenen Türen. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marius Söldner überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Ich meine, jetzt könnte ich mich wieder dran erinnern, muss man nicht, ja, wir haben ja ein paar Teile vorher haben wir die Liste bekommen von den Verschwörern. Das waren ja irgendwie 4-5 Leute. Ich glaube, die müssen wir jetzt alle nacheinander abmurksen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. So, wir werden gerade mal wieder aufgehalten von blöden Wachen. Gut, dann schaffen wir den Auftrag vielleicht nicht in dem Teil, aber ist egal, dann machen wir den im nächsten Teil weiter. So. Okay, kommt mit, Leute. Wir müssen einen Weg über die Mauer finden. Das heißt, wir sollten nicht vorne einfach so aufs Tor zu stürmen. Da kommen schon wieder Wachen. Angriff. So, komm, ich kümmere mich um den Rohling. Weil der ja... Au! Okay, das war ein harter Schlag. Den konnte ich leider nicht kontern oder ihm die Waffe wegnehmen. Und jetzt hatte ich das falsche Timing. Aber jetzt hat's geklappt. Und du bist tot. Zack. Und tschüss. Ja, ein cooler Move, muss ich sagen. Und dem hauen wir jetzt mal die Axt schön in den Rücken. Oder auf die Beine. Und dann in die Brust oder in den Magen. Ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Doch. So. Den lasse ich nicht einfach ungeschoren davonkommen. Gut, dann muss ich einen Weg über die Mauer finden. Würde ich sagen, eignet sich doch sehr gut dieses Gebäude hier. Dafür. Das war jetzt eine komische Grammatik, aber... Zack. Oh, ich glaube, da hat mich jemand gesehen. Ach, da stand noch einer. Na gut, dann kümmern wir uns halt im Nahkampf um den. Ich nehme das Messer, das habe ich nämlich noch fast gar nicht benutzt. Das ist ja die gelehrte Ochsenzunge. Wie ich immer noch finde, dass sich das irgendwie nach einem ausländischen Gericht anhört. Eine ausländische Spezialität. Jetzt greif an! Ach, verdammt, ich habe jetzt gerade kein Timing hier. Zack. So, okay, meine Leute kümmern sich da unten noch um die anderen. Das heißt, ich habe genug Zeit, um über die Mauer zu kommen. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Naja, das wird ja kein Problem, Ezio. Was ein Problem wird, ist die Zeit. Weswegen ich jetzt sagen muss, mit diesem schönen Move, auf Wiedersehen. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder und machen direkt hier weiter. Bis dann. Ciao.